Heute zeige ich euch, wie ihr ein Langarm-Oberteil oder Kleid mit spannender Raffung näht. Das Schnittmuster dazu oder ein ganzes DIY-Set mit allen Materialien findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und ich fertige heute das Ivy Top und die Schwestern Tia und Vero aus einem GOTS-zertifizierten Bio-Baumwoll-Jersey. Ich zeige euch heute, wie ihr das Top oder die Kleider an einer normalen Nähmaschine nähen könnt, denn das ist möglich auf jeden Fall und geht auch super gut. Aber wenn ihr eine Overlock habt, dann könnt ihr die natürlich auch super gerne einsetzen und ich sage euch dann auch wie. Wie so häufig bei uns braucht ihr gar keine Erfahrung für dieses Oberteil oder auch die ähnlichen Kleider, um euch selbst so ein richtig, richtig cooles Piece zu machen, denn wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt, was im kleinsten Detail zu tun ist an der Nähmaschine oder auch am Bügeleisen, bis das fertige Kleidungsstück entsteht. Und ihr könnt einfach direkt mitmachen, pausiert da, wo ihr es möchtet, wiederholt so oft ihr möchtet und dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist das Schnittmuster und das findet ihr im Link in unserer Beschreibung. Ihr könnt es euch ganz einfach runterladen oder euch in Papierform zu euch nach Hause schicken lassen. Und wer mit genau den gleichen Materialien arbeiten möchte, die ich hier verwende und die von uns quasi qualitätsgeprüft sind und auf jeden Fall geeignet sind, der kann sich auch einfach das komplette DIY-Set kaufen und zuschicken lassen, denn dann habt ihr alles, was ihr braucht, in der richtigen Menge und in super guter und nachhaltiger Qualität und dann kann es natürlich sofort losgehen und ihr macht euch ein richtiges, originales Teil, wie ihr es hier im Video seht. Dann würde ich sagen, kann es eigentlich direkt losgehen, aber bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert auch gerne dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten DIY-Kollektion mehr verpassen. Also viel Spaß! Als erstes haben wir hier also das Schnittmuster, dann unseren Oberstoff, Bio-Baumwoll-Jersey in diesem Fall, recyceltes Nähgarn, eine Jersey-Nähmaschinennadel, das Stoffetikett und ein goldenes Logo-Plättchen. Damit können wir was anfangen, oder? Bevor wir aber zuschneiden, müssen wir unseren Stoff einmal entweder bei 30 Grad im Schonwaschgang waschen und trocknen oder einmal komplett am Bügelbrett mit dem Bügeleisen heiß abdampfen, denn wenn der Stoff einläuft, dann soll er es jetzt tun. Dann habe ich den Stoff einmal glatt vor mir ausgebreitet. Guckt bitte jetzt auf euer Schnittbild in eurem E-Book oder Booklet, denn da seht ihr, ob ihr den Stoff in den Bruch legen müsst oder nicht und wie ihr die ganzen einzelnen Schnittteile für eure Größe richtig auf den Stoff auflegt, damit alle Teile möglichst stoffsparend draufpassen. Ich habe das also auch gemacht und verteile jetzt alle meine Schnittteile, die ich zuvor aus meinem Papierschnitt ausgeschnitten habe, auf meinem Stoff. Bei mir liegt jetzt beispielsweise das Rückteil hier direkt am Stoffbruch und da werde ich es jetzt auch feststecken. Das heißt, wenn ihr sicher seid, dass eure Teile also alle richtig auf dem Stoff liegen, nehmt ihr euch Stecknadeln zur Hand und steckt sie einmal durch das Papier und den Stoff, sodass ihr das Schnittmuster schön festsitzen habt und ihr gleich dann ordentlich zuschneiden könnt. Ich stecke die Stecknadeln immer so einem Abstand von 10 cm voneinander ungefähr. Gehe zuerst bei den Ecken vor und danach immer dazwischen und achte auch darauf, dass das Schnittteil richtig glatt und gerade auf meinem Stoff liegt und da keine Falten im Stoff darunter sind und auch nicht zu viel oder zu wenig Weite, sondern beides liegt einfach glatt aufeinander. Und wichtig ist dann auch noch darauf zu achten, dass die Schnittteile komplett im Fadenlauf liegen. Das heißt, der Fadenlauffeil, den ihr auf euren Schnittteilen habt, der liegt parallel zu eurer Webkante vom Stoff. Messt doch einfach immer von dem Fadenlauffeil mal oben und mal unten bis zu eurer Webkante und das Maß sollte dann genau das gleiche sein. So wisst ihr dann, mein Teil liegt genau im Fadenlauf. Wenn ihr dann alle Teile richtig festgesteckt habt, dann können wir unsere Schnittteile zuschneiden. Dafür nehmt ihr euch eure Stoffschere und schneidet einmal entlang der äußeren Papierkante, denn alle Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten und deswegen könnt ihr euch einfach an der Kante orientieren. Ihr müsst dann nichts hinzufügen, sondern schneidet einfach möglichst gerade neben euren Papierschnittteilen einmal eure Stoffe aus. Es geht am einfachsten, wenn ihr die untere Kante von eurer Schere auf dem Tisch entlang führt, denn dann habt ihr am stabilsten den Halt in eurem Handgelenk und könnt am ordentlichsten schneiden. Schneidet bitte also jetzt alle eure Schnittteile, die ihr habt, einmal zu. Und dabei ist zu beachten, dass ihr immer jeweils von einem Teil, wenn ihr zwei haben möchtet, das steht ja auf jedem Schnittteil drauf, dann müssen es zwei gegengleiche Teile sein.
Das ist einmal wichtig. Die Teile sind aber symmetrisch, das heißt, welche Seite jetzt oben liegt, wenn ihr dann zum Beispiel zwei Lagen auf einmal zuschneidet, ist egal. Bei mir lag jetzt beispielsweise die rechte Seite oben. Wie ihr die erkennt, zeige ich euch aber gleich auch noch, wenn es zum Nähen geht, denn da ist das Ganze dann entscheidend. Was jetzt auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass ihr noch die Knipse markiert. Das sind diese kleinen Querlinien. Die befinden sich eigentlich an jedem Schnittteil und gehen immer im rechten Winkel zur Kante in das Schnittteil hinein. Und da ist es wichtig, dass ihr einen ganz kleinen Einschnitt mit eurer Schere vornimmt, aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Der Schnitt soll nicht größer als so 2-3 mm lang sein. Der dient uns nämlich lediglich zur Orientierung beim Nähen, sollte aber auf keinen Fall tiefer gehen als die Nahtzugabe. Guckt jetzt also bitte einmal an allen Schnittteilen, ob es da so eine kleine Quermarkierung gibt, und dann schneidet ihr dort einmal überall kurz ein. Jetzt zur rechten und linken Seite von eurem Jersey-Stoff. Die rechte Seite erkennt ihr daran, dass ihr da so kleine Linien, Längslinien sehen könnt, während die linke Seite eher so ein konfuses Bild aufweist. Guckt also einmal jetzt, ob man bei eurem Stoff eine gute rechte und eine gute linke Seite erkennen kann, denn das ist jetzt für die nächsten Schritte wichtig, dass ihr die erkennt. Wir beginnen jetzt direkt mit unserem Vorderteil und der Raffung. Vielleicht der schwierigste, aber auf jeden Fall auch irgendwie spannendste und spaßigste Teil an diesem Ivy Top Tier Dress oder Vero Dress. Ihr nehmt jetzt einmal euer kringeliges Vorderteil und werdet hier bei dieser langen Rundung zwei Nähte nähen. Und zwar einmal so im Abstand von 2-3 mm von der Kante entfernt und einmal bei 5 mm. Dafür fädelt jetzt bitte einmal euren Faden ein als Ober- und Unterfaden und setzt auch die Jersey-Nähmaschinennadel ein, das ist ganz wichtig, und stellt dann auch eure Stichlänge ein, und zwar auf eine Stichlänge von 4 oder sogar 4,5, wenn eure Nähmaschine das kann, denn wir beginnen jetzt mit einem Geradstich in einer großen Stichlänge. Die erste Naht fertige ich jetzt in einem Abstand von einem halben Zentimeter zur Kante. Ihr könnt euch da auch an eurer Stichplatte orientieren. Ich verriegel am Anfang nicht, das ist ganz wichtig, nicht verriegeln, und nähe dann einmal möglichst gleichmäßig diese komplette Rundung entlang bis zum Ende und werde da auch nicht verriegeln. Heißt, ich schneide meinen Faden hier einfach ab und lasse ihn aber hängen. So ganze 10 cm sollten da auf jeden Fall übrig bleiben, denn die brauchen wir gleich noch. Ja, und bevor wir irgendwas anderes machen, mache ich jetzt noch die zweite Naht, und zwar so 2 mm rechts von meiner gerade gefertigten, also etwas näher zur Kante. Und auch dort verriegel ich weder am Anfang noch am Ende. Das gleiche könnt ihr dann auch schon auf der anderen Vorderteilseite vorbereiten. Denn da geht es ja genauso. Und wenn das getan ist, dann erstellen wir hier unsere Kräuselung, halten den Oberfaden oder den Unterfaden, wichtig ist nur ein Faden von beiden, fest und raffen jetzt den Stoff weg vom Faden. Also wir raffen den ganzen Stoff jetzt zusammen, soweit wir kommen, und dann auch von unten, sodass sich auf der gesamten Strecke die Raffung befindet und die Strecke dann am Ende nur noch so lang ist, wie auf eurem Schnittmuster in der passenden Größe, die ihr gerade macht, angegeben. Ich nehme dann also einmal mein Maßband dazu und messe mir das einmal aus. Ansonsten kann ich ja auch noch korrigieren, schiebe mir das einfach so stark gerafft, wie ich es brauche. Ich mache ja zum Beispiel noch ein bisschen weniger. Und dann gucke ich auch schon mal, dass die Kräusel gleichmäßig verteilt sind, also nicht an einer Stelle der Stoff total dolle gerafft ist und an einer anderen wenig. Und bereite das Ganze auch noch genauso vor auf der anderen Vorderteilseite. Gut, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einmal eure Fäden, die jetzt ziemlich lang sind, entweder einmal kürzen oder hier direkt einen Knoten reinmachen. Gerne auch einen Doppelknoten oder einen dreifachen Knoten, sodass das Gekräuselte jetzt gut hält. Denn das muss jetzt halten, so lange, bis wir gleich die nächste Naht gefertigt haben. Und wenn ihr den Knoten gemacht habt und alle Fädenenden gesichert sind und da nichts mehr verrutschen kann, dann könnt ihr auch die Fadenenden dahinter etwas kürzen. Das mache ich auch noch. Also ich schneide jetzt nicht direkt hinter dem Knoten, sondern lasse schon noch so ein paar Zentimeter erstmal stehen, falls sich was löst, damit ich dann nochmal einen machen könnte.
mache das hier auf allen Seiten und dann brauchen wir beide Vorderteile zusammen. Wir legen jetzt unser erstes Vorderteil so vor uns hin, dass die rechte Seite oben liegt. Nehmen uns dann unsere andere Seite dazu und legen sie rechts auf rechts auf das bereits dort liegende Vorderteil, sodass die beiden gerafften Kanten genau aneinander liegen und stecken uns dann diese Strecke mit ein paar Stecknadeln fest. Ich beginne hier links oben am Halsloch. Lege mir dann meinen Saum aufeinander und stecke da die nächste Stecknadel. Lege die restliche Strecke aufeinander und gucke, dass die Kanten immer schön miteinander abschließen. Falls ihr einen gemusterten Stoff haben solltet, dann müsst ihr an dieser Stelle auch darauf achten, dass das Muster schön aufeinander trifft, also beispielsweise Streifen genau fortlaufen auf beiden Seiten. Und wenn ihr mit der Overlock nähen möchtet, dann könnt ihr diese Naht jetzt beispielsweise auch einfach damit fertigen. Einmal hier von oben ganz nach unten. Nun stellen wir die Stichlänge von unserem Geradstich auf 2,5. Genäht wird jetzt mit einer Nahtzugabe von 1 cm und wichtig ist bei dieser Naht und bei den nachfolgenden, dass wir am Anfang und am Ende verriegeln, also anders als eben bei der Raffung. Ihr könnt euch wieder an eurer Stichplatte orientieren, näht ein paar Stiche vorwärts und ein paar Stiche rückwärts und dann geht es einfach nur noch geradeaus bis zum Saum. So, dann also noch einmal verriegeln, Nadel heben, Nähfuß heben, den Faden abschneiden. Unser fertiges Vorderteil legen wir dann mit der rechten schönen Seite nach oben und nehmen uns unser Rückteil dazu, denn als nächstes stecken wir die Schulternähte und die Seitennähte aufeinander. Das Rückteil legen wir also auch wieder mit der rechten schönen Seite auf die rechte schöne Seite unseres Vorderteils, nehmen uns hier einmal die Schultern genau aufeinander und stecken die mit ein paar Stecknadeln fest. So, die sollten genau miteinander abschließen und anschließend noch die Seitennaht, da beginne ich hier unterm Armloch, lege mir die Strecke einmal schön aufeinander und stecke auch hier immer in so einem Abstand von 5 bis 10 cm eine Stecknadel. Als nächstes also am Saum und dann teile ich mir die Strecke dazwischen in kleinere Abschnitte und achte immer darauf, dass die Kanten schön aufeinander liegen. Ja, und diese Strecke werden wir jetzt also nähen, genauso wie die Schulternaht oben und auch die Schulternaht und Seitennaht auf der anderen Seite könnt ihr jetzt vorbereiten, die nähen wir direkt mit. Die Nahtzugabe beträgt hier auch wieder 1 cm. Ich verriegel am Anfang und am Ende und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr diese Naht auch wieder gerne mit der Overlock-Maschine nähen. Wichtig ist beim Nähen mit so einem dehnbaren Jersey-Stoff auf jeden Fall, dass ihr weder an dem Stoff zieht beim Nähen, noch ihn sehr unter die Maschine schiebt. Denn der Transporteur der Maschine macht das eigentlich alles von alleine und nimmt sich genau so viel Stoff für den nächsten Stich, wie er braucht. Also bitte nicht ziehen oder schieben. Ja, dann komme ich hier also zum Ende, verriegel noch einmal, hebe meine Nadel und meinen Nähfuß, schneide den Faden ab und mache das gleiche auch noch bei der Schulternaht und genau das gleiche bei den beiden anderen Seiten. Wenn ihr die Naht so wie ich mit der normalen Nähmaschine genäht habt, dann solltet ihr jetzt einmal die Nahtzugaben schön platt bügeln, hier von der linken Seite. Und sie anschließend auseinanderlegen und auseinanderbügeln. Wenn ihr die Naht aber mit einer Overlock-Maschine genäht habt, dann könnt ihr da ja nichts auseinanderbügeln. Dann solltet ihr die Nahtzugaben in Richtung eures Vorderteils bügeln. Ich bügel sie hier aber einmal auseinander und mache das gleiche auch noch bei den Schulternähten und bei der anderen Seitennaht. Als nächstes bereiten wir unsere Ärmel vor, legen sie uns einmal vor uns, nehmen den ersten und falten ihn in der Mitte einmal um, rechts auf rechts, sodass diese beiden langen Kanten aufeinander liegen und die stecken wir uns einmal zusammen.
Die schönen rechten Seiten liegen jetzt also innen und achtet auch darauf, dass wenn ihr den anderen Ärmel steckt, dass ihr dann zwei gegengleiche Ärmel gesteckt habt. Hier nähen wir einmal runter. Bei der Ärmelnaht beträgt die Nahtzugabe auch wieder 1 cm. Bitte wieder am Anfang und am Ende verriegeln und darauf achten, dass die Kanten schön aufeinander liegen. Ansonsten ist es einfach nur eine gerade Naht. Ja, hier gehen wir genauso vor wie zuvor. Wir bügeln die Nahtzugaben einmal platt von der linken Seite und dann auseinander. Da könnt ihr gerne ein Bügelholz dazu nehmen für Ärmel, wenn ihr eins habt. Oder euch den Ärmel so legen, dass ihr nur mit der Spitze des Bügeleisens über die Naht bügeln könnt. Und wenn ihr hier die Overlock benutzt habt für eure Naht, dann solltet ihr die Nahtzugaben jetzt in Richtung des vorderen Teils des Ärmels bügeln. Den erkennt ihr daran, dass der Knips aus einem Knips besteht und nicht aus zweien. Zwei Knipse zeigen euch die Hinterseite des Ärmels an. Dann können wir uns den Ärmel einmal umstülpen und auch noch einmal von der schönen rechten Seite über die Naht bügeln. Dann wird sie am ordentlichsten. Auch hier bitte nur mit der Spitze drüber bügeln, falls ihr jetzt kein Ärmelholz benutzt. Ihr möchtet keine Falten in den restlichen Stoff bügeln. Dann legen wir unser Vorder- und Rückteil, was wir schon zusammengenäht haben, einmal vor uns hin und möchten als nächstes die Ärmel einsetzen. Dazu ist es wichtig, dass ihr einmal schaut, welcher Ärmel welcher ist. Wie gerade schon gesagt, erkennt ihr die rückwärtige Seite an den zwei Knipsen und die vordere an dem einen Knips. Und dann könnt ihr euch auch denken, wo welcher Ärmel hinkommt. Denn hier soll natürlich die vordere Seite auch an unsere Vorderseite stoßen. Und deswegen gehört dieser Ärmel in dieses Armloch. Ich fange einmal unten am Armloch an und lege mir die Seitennaht einmal auf die Ärmelnaht, sodass sie genau aufeinander trifft. Und stecke dort genau in die Naht hinein eine Stecknadel und auch hier in die Naht von meinem Korpus. Stecke die einmal so quer. Dann lege ich mir einmal meine beiden vorderen Knipse aufeinander, also den einen Knips von meinem Vorderteil und den Knips von meinem vorderen Ärmel und stecke dort die nächste Stecknadel. Die Strecke dazwischen teile ich mir einmal auf und stecke auch dort eine Stecknadel. So. Dann mache ich erst hinten weiter und lege mir meine jeweils zwei Knipse aufeinander. Von meinem Ärmel und von meinem Armloch. Stecke da die nächste Stecknadel und auch dazwischen noch. Und um das Armloch noch komplett zuzumachen mit Stecknadeln, muss ich jetzt einmal in mein Oberteil greifen. Also hier durch den Saum zu meinem Ärmel, dort wo ich gerade gesteckt habe, und drehe mir das Ganze einmal gemeinsam um. Da ist jetzt also die Hälfte dieser Strecke schon gesteckt und die andere Hälfte, die muss ich noch stecken. Guckt euch das einmal in Ruhe an, dann werdet ihr sehen, na, da sind genau zwei Lagen, die gehören noch aufeinander. Es gibt noch einen Schulterknips in eurem Ärmel, der gehört genau auf die Nahtzugabe von eurer Schulter. Achtet darauf, dass die Nahtzugaben hier auch wieder schön auseinander liegen, so wie wir sie zuvor gebügelt haben, beziehungsweise wenn ihr mit der Overlock genäht habt, in Richtung Vorderteil zeigen und steckt euch noch die Strecke dazwischen. Im rückwärtigen Ärmel wird es etwas mehr Weite geben, das heißt, der Ärmel wird etwas mehr Strecke haben als euer Oberteil. Das ist wichtig für die Beweglichkeit. Ihr könnt den Jersey aber dann einfach so ein bisschen ziehen und sehen, wo die beiden Kanten sich dann aufeinander legen. Haltet das mit eurem Daumen dann fest und steckt die Stecknadel dann. Und auch unter der Nähmaschine müssen wir dann in dieser Position gleich ein bisschen ziehen und nähen dann hier einmal komplett im Kreis. Steckt euch das bitte auch noch bei eurer anderen Seite.
Zur Kontrolle empfehle ich, das nur gesteckte Oberteil einmal umzudrehen und zu gucken, ob der Ärmel so sitzt, wie er sitzen soll, und sicherzustellen, dass sich da nichts verdreht hat. So sollte das also aussehen und so nehmen wir das mit zur Nähmaschine. Ich fange hier an zu nähen, wo meine Seitennaht auf die Ärmelnaht trifft. Nähe natürlich von der linken Seite, denn wie immer liegen unsere Teile ja rechts auf rechts. Der Abstand zur Kante ist 1 cm. Ich verriegel am Anfang und nähe dann einmal möglichst gleichmäßig, einfach bis ich da wieder ankomme, wo ich angefangen habe. Nehme mir die Stecknadeln immer raus, nacheinander, wenn ich dahin komme. Und achte nochmal darauf, dass die Nahtzugaben so liegen, wie sie liegen sollen und die Knipse alle schön aufeinander liegen. Ja, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und auch diese Naht könnt ihr natürlich gerne wieder mit der Overlock nähen. Das ist auch gar kein Problem. Zieht da, wo das bisschen mehr Weite ist, dann auch wieder ein wenig an eurem Jersey. Und ja, wenn wir hier am Ende angekommen sind, mit der Nähmaschine verriegeln wir einmal, schneiden den Faden ab. Und dann können wir als nächstes unseren Halslochbeleg vorbereiten. Das ist ja hier so ein langer Streifen. Den legen wir uns einmal in der Mitte gefaltet rechts auf rechts. Guckt, dass ihr da nichts verdreht. Und diese kurze Kante, die müssen wir jetzt einmal aufeinander nähen. Das mache ich jetzt einmal eben. Auch hier bügele ich die Nahtzugabe einmal auseinander. Wenn ihr diese Naht aber mit der Overlock gemacht habt, dann könnt ihr die in eine Richtung bügeln, in welche ist in diesem Fall egal. Und dann bringen wir den Beleg auch schon an. Dafür falten wir ihn einmal genau in der Hälfte, sodass die rechte, schöne Seite, dort wo die Nahtzugaben nicht sichtbar sind, außen liegt. Und dann suchen wir uns einmal komplett die Mitte gegenüber von unserer Nahtzugabe. Denn dieser Punkt trifft jetzt genau auf unsere vordere Mitte. Und da legen wir jetzt rechts auf rechts unseren Beleg auf unser Vorderteil, sodass die offenen Kanten aneinander stoßen. Dort stecken wir die erste Stecknadel. Nehmen dann die Naht von unserem Beleg, gucken, dass wir hier nichts verdrehen. Und die Naht, die dann ja auch hier einmal in der Mitte umgefaltet ist, die positionieren wir genau auf unserer hinteren Mitte. Dort können wir die nächste Stecknadel stecken, und zwar aus der Rückseite. So. Und dann müssen wir die Strecken dazwischen eigentlich nur noch verteilen. Der Beleg ist jetzt kürzer als die Strecke unseres Vorder- und Rückteils im Halsloch. Das ist richtig, denn der Beleg soll sich schön eng anliegen. Ihr nehmt jetzt einfach die Hälfte von eurem Beleg und legt die auf die Hälfte der Strecke von eurem Vorder- und Rückteil und halbiert die Strecken danach wieder. Ihr könnt auch immer ein bisschen an dem Jersey jetzt ziehen, um zu sehen, wo die Strecken jetzt genau aufeinander liegen können, und steckt euch dann nach und nach die Stecknadeln. Das machen wir einmal komplett ringsherum um das ganze Halsloch. Achtet dabei auch auf jeden Fall darauf, dass die drei Kanten genau miteinander abschließen und ihr auch immer drei Lagen erwischt, also immer die Lage vom Vorder- oder Rückteil. Und dann eure beiden Lagen, weil die ja umgeschlagen sind, von eurem Halslochbeleg. Ja, und wenn ihr den Beleg dann gleichmäßig verteilt habt, im Vorder- und Rückteil, nähen wir einmal hier komplett im Kreis. Dieses Halsloch ist ja relativ eng, deswegen nähen wir das Ganze mit einem Zickzackstich. Und zwar so ungefähr bei einer Stichbreite von 3,5 und einer Stichlänge von 1,6. Oder je nachdem, was ihr so einstellen könnt an eurer Nähmaschine. Oder natürlich auch gut mit der Overlock, denn dann ist die Naht natürlich sowieso dehnbar. Die Nahtzugabe ist diesmal füßchenbreit. Ich ziehe mir hier die Stecknadel noch raus, verriegel am Anfang auch mit meinem Zickzackstich. Ich beginne jetzt in der hinteren Mitte übrigens und nähe dann einmal komplett um dieses ganze Teil rum und achte immer darauf, dass die Kanten alle schön miteinander abschließen. Ich lege mir das also immer mit den Fingern dann nochmal ordentlich hin und ziehe dann so weit daran, dass die Längen, die zwischen den Stecknadeln also aufgeteilt sind, genau gleich lang sind. Also dabei muss ich dann beispielsweise den Beleg etwas weiter ziehen als
mein Vorder- oder Rückteil, weil die Strecke ja kürzer ist hier im Beleg. Das sollte aber kein Problem sein. Es ist nur ein bisschen, dass ihr da ziehen müsst. Und das lässt sich auch gut sehen. Wenn ihr wieder da angekommen seid, wo ihr angefangen habt, dann verriegelt noch einmal, schneidet den Faden ab. Ich bügel dann hier einmal noch schön über meinen gerade angenähten Beleg, über die Kante. Und die Nahtzugaben, die können jetzt schön in das Oberteil gelegt werden. Dann legt sich das Ganze noch am flachsten. Einmal überall, über alle Kanten bitte einmal bügeln, damit die wirklich schön scharf sind und der Beleg richtig ordentlich aussieht. Und dann kann es weitergehen. Und dann fertigen wir als nächstes die Säume. Dafür falten wir einfach den Saum um 2 cm nach innen um, messen uns das Ganze immer aus und bügeln dann über den Saum, sodass da schon eine scharfe Kante entsteht und stecken uns diesen umgebügelten Saum dann einmal immer von der Innenseite fest. Ja, und übrigens, wenn euch dieses Projekt hier Spaß macht, dann schaut doch super gerne im Anschluss, denn wir nähern uns dem Ende, auf unserer Website vorbei und sucht euch direkt euer nächstes DIY- oder Nähprojekt aus, entweder als Schnittmuster oder als komplettes DIY-Set mit allen Materialien, die ihr braucht, in der richtigen Menge und in super guter und nachhaltiger Qualität. Ja, da würden wir uns freuen, denn wir haben ja ganz viele unterschiedliche Projekte zum Nähen, Stricken, Makramee und so viel mehr. Ja, und wenn der ganze Saum dann einmal umgeschlagen und festgesteckt ist, dann nähen wir ihn einmal komplett entlang. Zuvor bereiten wir aber noch unsere Ärmelsäume vor und das geht genauso. Auch die schlagen wir 2 cm nach innen ein, bügeln sie um und stecken den Saum dann fest. Es ist nur hier vielleicht etwas friemeliger, weil die Strecke natürlich kürzer ist und ihr den Ärmel dann immer so ein bisschen weiter rumrollen müsst, um dann wieder an die nächste Strecke dran zu kommen. Sollte aber kein größeres Problem darstellen. Wenn hier auch alles festgesteckt ist, dann nähen wir auch hier einmal im Kreis und bereiten das Ganze noch bei dem anderen Ärmel vor. Wir können hier wieder mit dem ganz normalen Geradstich nähen oder wenn ihr habt mit einer Zwillingsnadel oder auch mit dem Zickzackstich, je nachdem wie doll ihr diesen Saum dehnbar haben möchtet. Ich benutze hier einfach den normalen Geradstich, denn mir reicht die geringe Dehnbarkeit dieses Stiches, aber das ist euch überlassen. Näht einmal diesen Saum entlang auf jeden Fall. Die Nahtzugabe beträgt ja 2 cm und ihr näht jetzt sozusagen knappkantig von der umgeschlagenen Kante, also von der offenen Seite entfernt, sodass ihr den Saum einmal komplett umnäht und achtet dann auch darauf, dass die Nahtzugaben, wenn ihr über welche näht, schön auseinander liegen und genauso auch in der vorderen Mitte eure Raffung, die Nahtzugaben davon, können ja auch hier auseinandergelegt werden. Dann geht es weiter mit dem Ärmelsaum. Ich fange dort an, wo die Ärmelnaht ist, sozusagen an der Innenseite meines Arms, denn dann sieht man die Verriegelung am wenigsten. Nähe auch hier knapp neben der umgeschlagenen Kante, verriegel am Anfang und am Ende und drehe mir den Ärmel immer zurecht, sodass ich immer ein kleines Stückchen weiter nähen kann. Drehe den Ärmel dann weiter, ziehe die Stecknadeln nacheinander raus, bis ich wieder da ankomme, wo ich angefangen habe und werde dann da also wieder verriegeln. Ja, und auch hier könnt ihr entweder mit der normalen geraden Naht mit einer Stichlänge von 2,5 nähen oder mit der Zwillingsnadel oder einem Zickzackstich. Dann folgen noch die letzten Schliffe. Wir möchten einmal unser Stoffetikett einnähen und zwar in die hintere Mitte. Das könnt ihr mit ein paar Handstichen machen. Einfach oben rechts und links von dem Stoffetikett könnt ihr mit ein paar Handnähstichen in den Beleg oder die Nahtzugaben des Beleges einstechen. Macht dafür einfach in euren Faden, in der Nadel einen Knoten am Ende. Nehmt den Faden auch gerne doppelt. Näht immer ein bisschen durch das Etikett und ein bisschen auf der Stelle durch den Stoff. Einfach ein paar Mal, 3-4 Mal und dann vernäht ihr den Faden wieder. Dafür näht ihr einmal nur durch den Beleg und geht dann mit eurer Spitze der Nadel durch die Schlaufe, die da entsteht. Und anschließend könnt ihr dann den Faden abschneiden und das Ganze auf der anderen Seite noch wiederholen.
Wichtig ist dabei, dass die Naht, die ihr da macht, diese ganz kleine, wenn ihr in den Beleg einstecht, dass die nicht von der rechten schönen Seite sichtbar ist, sondern ihr bleibt quasi in dem Tunnel des Belegs. Ja, und dann ist das angenäht. Super. So ein kleines i-Tüpfelchen verleihen wir dem Ganzen noch, wenn wir dann noch das goldene Logo-Plättchen annähen. Dafür schlüpfe ich einmal in den Ärmel und merke mir mit meinem Daumen die Stelle, wo ich dieses Etikett gerne annähen möchte. Das ist meistens so bei dem Knöchel von unserem Handgelenk. Da stecke ich mir eine Stecknadel zur Orientierung und nähe dann das Plättchen an, wie ich auch einen Knopf annähen würde. Ich habe wieder einen Knoten in mein Fadenende gemacht und den doppelt genommen. Steche jetzt von unten nach oben in meinen Stoff ein und dann direkt durch das rechte Loch. Gehe dann wieder durch meinen Stoff von oben nach unten und anschließend wieder von unten nach oben durch mein Plättchen. Das wiederhole ich ein paar Mal, sodass ich das Gefühl habe, das sitzt hier schon ganz gut fest an der Seite. Und dann kann ich einmal einstechen und unterirdisch zu meinem anderen Loch vorwandern, steche dann wieder von unten nach oben in das Loch ein von dem Logoplättchen, nähe es auch hier ein paar Mal fest und vernähe dann meinen Faden, wie ich es zuvor auch gemacht habe, indem ich einmal nach unten gehe auf die linke Seite, dann dort auf der Stelle nähe und immer mit der Nadelspitze durch die Schlaufe nähe, zwei, dreimal, bis das Ganze ganz fest sitzt und dann kann ich den Faden einmal abschneiden. Das Ganze sieht dann einfach mal richtig, richtig edel aus. Ja, perfekt, würde ich sagen. Ja, und so sieht euer fertiges Ivy-Top aus, falls ihr das genäht habt. Oder sonst genauso, nur in etwas länger, die Variante Tia oder Vero. Ja, das war's auch schon. Ihr habt euch jetzt also aus ein paar ganz kringeligen, komisch aussehenden Schnittmustern ein richtig cooles Oberteil oder Kleid geschaffen und ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude beim Tragen. Ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Mal, wenn wir kreativ werden und zum Beispiel gemeinsam nähen oder stricken. Und genau, bis dahin fühlt euch gedrückt und teilt super gerne auch eure Resultate mit uns. Und ja, bis bald!